Und wieder können wir kriechen, okay? Kapitel 2: Regentropfen, Schritte, Ende. Die alte Fabrik, so. Was wurde hier wohl hergestellt und wer hat hier gearbeitet? Kapitel 3: Trennung. Große Eisenklumpen. Kalte Backsteinreihen. Die drohend aufragende Fabrik schien ihn verschlucken zu wollen. Oh, da ist er wieder. Oh mein Gott. Was ist denn das bitte? Das Monster, das bedrohlich über dem Jungen aufragte, reagierte gar nicht auf ihn. Ach so? Die machen gar nichts, okay. Da ist noch so eins. Ah! Ihre Körper hielten den Regen ab und machten den Jungen unsichtbar. Okay. Und ich wüsste auch, wo man das einsetzen könnte. Wieder versperrten Bestien den Weg. Das war verdammt knapp. Okay. Okay. Sehr schön gemacht, finde ich. Sehr schönes Rätsel. Okay, hier geht's wohl weiter. Futurismo. Ein weiteres Plakat. Was ist das hier alles? Wieso ist hier niemand? Er sah sie dort. Auf der Brücke. Okay, dann schnell zu ihr. Da geht's wohl hoch, oder? Achso, hier lang. Oh nein. Ja, das ist auch gut so. Schnell weg. Ah, hier. Schnell hoch.
Dann können wir ihn noch entkommen. Oh mein Gott. Der sieht uns nicht. Huh. Aha. Ein Zugang in die Fabrik zur Brücke hin. Okay. Ganz still bleiben. So, wir steigen weiter rauf durch das Fenster der Fabrik. Um das Mädchen zu erreichen, musste er durch die Fabrik zur Brücke. Was war das? Oh nein, da kommt er ja hoch. Okay, weiter, schnell weiter. Noch hat niemand bemerkt. Ja, genau. Komm schon. Oh, komm schon. Okay. Okay. Ergreifen. Drücken. Da ist er. Tür auf. Tür auf. Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Oh Gott. Und dann? Ah! Schnell, schnell! Wo geht's lang? Ergreifen! Nein, da ist er! Nein! Komm schon! Ah, so ein Mist. Ich muss das Ding an die Wand drücken. Ich war nicht schnell genug. Oh, mein Herz geht gerade auf Pump, du. Okay, schnell. Mach hin. Oh, grad so. Grad so. Irgendwie war dem Geschöpf entkommen. Ja. Irgendwie. Und irgendwie bin ich auch dem Herzkasper entkommen. Oh Gott. Er ging über die gleiche Brücke wie das Mädchen. Was ist das hier alles? Irgendwelche Maschinen, irgendwelche Messgeräte. Riesenbehälter, Förderbänder. Das Mädchen schon wieder. Verfolgt von den Bestien, floh sie unter ein kleines Dach und entkam. Und wir folgen ihr. Als der Junge ankam, war das Mädchen bereits verschwunden. Natürlich. Ob sie sich jemals treffen werden, ist wirklich hier fraglich. Und immer wenn sie im Regen sind, sind sie in Gefahr. Ach, guck mal an. Und da bemerkte ihn das Mädchen. Endlich. Okay. Wie kommen wir da hin? Ach da. Wir können wieder kriechen.
in den nächsten Abschnitt. So, die Bestie ist schon wieder weg. Was ist das hier? Ah, wir können uns verstecken. Okay, verstehe. Da vorne ist ein Schrank. Okay. Ist ja cool. Wieder ein Plakat da hinten. Laborare. Scheiße. Ah. Ich wusste nicht wohin. Ach Mensch. Okay. Aber zum Glück haben wir gerade gespeichert hier. Wir können da schnell rein. Okay. Gerade noch so. Was war das? Okay. Das Mädchen ist ja ganz schön fit. Okay, hinter ihr her. Oh oh. Kommen wir da hin? Ach, wie heftig. Okay. Wir müssen vorher was machen. Da oben sehe ich so eine. Ach, da, ein Hebel. Hebel bewegen. Okay. Die Plattform, genau. Und schon sind wir unsichtbar. Okay. Das Mädchen weinte leise auf der anderen Seite des Tores. Die Geräusche ängstigten sie und sie rannte weg. Sie bemerkte nicht, dass es der Junge war. Ah, so eine Misere. Damit wollte er nur sagen, hallo, hier bin ich. Du bist nicht alleine. Okay, da sehe ich noch einen Hebel. Ah ja. Wo geht's hier lang? Okay, wir müssen da hochklettern. Oh, ist gar nicht so einfach. Wenn man den Charakter nicht sieht. Gar nicht so einfach zu koordinieren, wo der hinläuft. Okay, was haben wir denn hier?